Die St. Gallischen Psychiatriedienst Süd sind zuständig für Betreuung, Begleitung und Unterstützung von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen. Wir dürfen an 5 Standorten rund 500 Mitarbeiter beschäftigen. Wir im Pfäfer sind oder fokussieren uns für den stationären Bereich. Wir haben auch einen kleinen teilstationären Bereich. Ich würde unseren Betrieb als innovativ und dynamisch beschreiben. Wir versuchen immer am Puls vor Zeit oder vor Gesellschaft die nötigen Angebote für den Patienten dann auch ihm zur Verfügung zu stellen. Der Bereich Berufsbildung, dürfen wir sagen, haben wir in letzter Zeit professionalisiert. Wir haben einen eigenständigen Bereich, der wirklich nur für unsere Lernenden zuständig ist. Wir dürfen nebst der Pflege die grössten Gruppen ausmachen. Also wir haben rund 75 Auszubildende. 36 davon sind in der Grundbildung, 24 in der höheren Fachschule. Dann haben wir natürlich den akademischen Teil noch dazu. Wir bilden in der Grundbildung in 8 Bereichen aus, also in 8 Berufsfelder, von EBA-Ausbildungen bis EFZ-Ausbildungen und wie schon vorher gesagt, auch in der höheren Fachschule. Wir haben pro Berufsbild haben wir einen Berufsbildungsverantwortlichen, der für den Aufbau und Struktur der betrieblichen Bildung zuständig ist. Und dann natürlich Berufsbildner vor Ort, auf der Abteilung, die direkt beim Lernenden ihn fördern und ihn auch betreuen. Wir versuchen, jeden Lernenden individuell zu fördern, nach seinen Fähigkeiten und Stärken auch. Wir haben letztes Jahr dürfen Lernende bis zu den World Skills, den Berufsweltmeisterschaften, begleiten. Und das haben wir dürfen begleiten bis zu den Swiss Skills. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir versuchen auch als Wegbegleiter nahe beim Lernenden zu sein, auch wenn es vielleicht um Themen geht, die nicht den Beruf anbelangt, also nahe bei den Eltern, nahe bei den Berufsschullehrern, dass wir an einem Strick können, den Lernenden wirklich auch fördern können. Ich habe mich für Psychiatriedienst Süd entschieden, weil es mir dort auf Anhieb im Schnupperpraktikum gefallen hat und ich mich sofort aufgehoben gefühlt habe. Ich habe auch das Gefühl, dass dort die Lernenden im Betrieb einen sehr hohen Stellenwert haben und dass man auch geschätzt wird. Ich mache den Beruf von Herzen gern und ich schätze dort sehr den Patientenkontakt und die abwechslungsreiche Arbeit. Ebenfalls schätze ich auch die Arbeit im Team, weil man dort ständig in einem Austausch ist. Unterstützt werde ich von Berufsbildnern auf der Station oder auch von Berufsbildungsverantwortlichen und natürlich auch von allen Mitarbeitern, die dann einmal auf der Station sind. Ebenfalls weiß ich auch immer, an wen ich mich wenden kann, wenn ich irgendeinen Rat brauche oder ein Problem habe. Man wird auch sicher immer passend gefördert und darum habe ich es sehr cool gefunden, dass ich die Möglichkeit hatte, an die Swiss Skills Championship dieses Jahr zu gehen. Dort habe ich gelernt, mit Aufregung umzugehen und auch noch meine Stärken und Schwächen von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Grüezi Herr Oberholzer, ich werde Ihnen jetzt noch schnell den Blutdruck messen. Ich habe gehört, Ihnen war ein bisschen träumlich beim Stegenlaufen. Genau. Das müssen wir einfach mal schnell beobachten. Mhm. Schauen, wie der Blutdruck ist. Zu meinen Aufgaben gehört das Pflegen und das Betreuen von kranken oder betagten Menschen, wie auch Aufgaben von der Administration, Ernährung und Alltagsgestaltung. Mir gefällt es den Menschen zu helfen und ihnen eine gewisse Unterstützung anzubieten. Da man jeden Tag auf neue herausfordernde Situationen trifft, ist es wichtig, empathisch wie auch psychisch und physisch belastbar zu sein. Unsere Berufsbilder und Berufsbildungsverantwortliche haben immer ein offenes Ohr für uns Lernende. Sie unterstützen uns sehr gut und achten auf eine gute Förderung und keine Überforderung. Was ich als grossen Vorteil sehe, ist, dass wir ganz viele lernende Fachmann und Fachfrau Gesundheit sind, da wir uns über gewisse Themen auseinandersetzen können und so unser Fachwissen erweitern können. Also der Wert ist sehr gut, das ist 130 auf 76. Das ist tiptop optimaler Blutdruck. Dann würde ich Ihnen dazu gerne noch den Puls messen. Zusammenarbeit im Team und mit anderen Berufsgruppen wie Therapeuten und Reinigungskraft hat für mich einen hohen Stellenwert. Darum empfehle ich jedem, in der Klinik St. Pirmitzberg die Ausbildung anzufangen. Das wären 80. Perfekt. Tipptopp. Ich bediene und berate Kundinnen in der Cafeteria. Ich reinige und gestalte die Einrichtungen in der Reinigung.
Ich arbeite im Wäschekreislauf in der Wäscherei und noch zubereiten und verteilen von den verschiedenen Gerichten in der Küche. Mir gefällt es vor allem an meinem Beruf, dass es vielfältig ist und dass man unterschiedliche Arbeitszeiten hat. Man muss vor allem gerne mit anderen Personen sein, Kontaktfreudigkeit und viel Geduld. Ich bin darauf gekommen, weil es mir halt gefällt, in verschiedenen HKBs, also in verschiedenen Abteilungen zu sein. Mir gefällt es putzen, mir gefällt es servieren, mir gefällt Küche und Wäscherei. Und dann habe ich gedacht, ich schaue Hauswirtschaft und dann hat es mir dort oben sogar gefallen. Und ja, so habe ich mich dann für den Prof entschieden. Schulisch braucht es vor allem ein gutes Wissen mit den Reinigen. Und man muss auch sehr viel lernen. Also man muss lernfähig sein und in der Praxis ist vor allem die Küche anfordernd und der Service. Hallo Sina. Hallo Patrick. Ich hätte noch etwas für Roger und ja. Etwas für Ralf. Super, danke vielmals. Danke dir, schönen Abend. Ich fange an, ja. Tschüss. Ich empfehle anderen Leuten, den Beruf in der PDS zu erlernen, weil wir eine Du-Kultur hier oben haben. Wir haben mit dem höchsten Chef sind wir per Du und wir müssen nicht per Sie reden. Psychiatrische Klinik im Pfäferskalberer. Ich habe eine Berufsbildnerin, die mich immer unterstützt und allgemein dort die PDS auch gut unterstützen. Wir hatten Einführungskurs, wir hatten Lerncoaching, also man kriegt eigentlich sehr viel Unterstützung von der PDS. Ja, kleine Momente, muss ich sie weiter verbinden. Es geht um ein Rezept. Nein, ich bin im Empfang. Jetzt allgemein im Kaufmännischen sollte man sehr offen sein, weil man viel Kontakt hat mit anderen Leuten, mit anderen Ämtern, je nachdem, auf welcher Abteilung man da ist. Auf jeder Abteilung hat man freundlich so ein gutes Team. Man wird immer unterstützt von allen, die die Kapazität haben. In diesen 3 Jahren Berufsjahr durchlaufen wir verschiedene Abteilungen. Wir haben das Personalmanagement, wir haben Patientenadministration, wo wir für Patienten arbeiten. Wir helfen im Empfang aus, wir sind in den Finanzen, wir haben die Beschaffung und wir haben auch die Chance, um ein halbes Jahr ins medizinische Sekretariat auf 380 zu gehen.